Liebe Brüder und Schwestern, auch im heutigen Evangelium hören wir einen Abschnitt aus dieser Rede Jesu in der Synagoge von Kapharnaum. Die Menschen, seine Zuhörer, sie stoßen sich an seinen Worten. Ja, es scheint ihnen unerträglich zu sein, was Jesus ihnen sagt. Denn Jesus sagt zu ihnen: Ja, ich gebe euch mein Fleisch zu essen und mein Blut zu trinken. Ja, wer kann das verstehen? Und sie murren, die Zuhörer Jesu. Sie können das einfach nicht annehmen, was Jesus ihnen sagt. Ja, sie können das nicht annehmen, weil sie nicht an Jesus glauben. Sie glauben nicht, dass er wirklich der Retter, der Erlöser ist. Sie haben zu viele menschliche Interessen, zu viele eigene Ideen und Pläne. Und sie hoffen, dass Jesus sie verwirklicht, ihre eigenen Ideen, ihre eigenen Vorstellungen. Sie haben ihre eigenen Vorstellungen vom Retter, vom Erlöser, vom Messias. Einen politischen Befreier, ja, einen, der den Leib satt macht, der den Hunger des Leibes stillt. Sie suchen nicht diese geistige Wirklichkeit, die wahre Gemeinschaft mit Gott, das, was Gott ihnen zeigen und schenken möchte. Sie haben nicht wirklich Interesse an dem, was Gott von ihnen fordert, was er will, was er ihnen offenbart, was er schenken möchte. Ja, und diese Gaben Gottes, seine Geschenke, gehen über alle menschliche Vorstellung hinaus. Gott gibt uns immer viel mehr, als wir erbitten, als wir uns ausdenken können. Ja, Gott schenkt sich selbst in seinem Sohn. Ja, weil Jesus, so wissen wir heute und so glauben wir, sich selbst hingibt im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Ja, deswegen sind wir jetzt hier zusammengekommen, haben wir uns zur heiligen Messe an diesem Sonntag versammelt, um Jesus aufzunehmen, das wahre Brot vom Himmel, das Brot des Lebens, um sein Leben aufzunehmen, sein Wort zu hören, das, wie Jesus sagt, Geist und Leben ist. Gottes Wort ist lebendig. Gottes Wort ist mehr als Menschenwort. Gottes Wort ist schöpferisch. Gottes Wort bewirkt das, was er will, wie es auch in der Schrift heißt. Es tut all das, es vollbringt das, wozu es ausgesandt ist. Gottes Wort hat Macht, etwas Neues zu schaffen, etwas Neues hervorzubringen. Durch sein Wort hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Ja, der Vater hat sein Wort, ja, diesen Sohn Gottes ausgesprochen, und durch sein Wort, durch seinen Sohn hat er alles geschaffen, ist alles geworden. So sagt ja auch der Apostel Johannes in seinem berühmten Prolog zu seinem Evangelium. Gott schuf alles, Himmel und Erde, er schuf den Menschen als Mann und Frau. Wie oft wird das heute geleugnet oder einfach auf die Seite geschoben? Es will nicht mehr angenommen werden, man will das nicht mehr hören, dieses Wort Gottes, ja, dieses göttliche Gebot, das, was da in der Bibel steht, im Buch Genesis. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Was für ein Unsinn ist das, was die Gender-Ideologie da verbreitet, dass es viele Geschlechter gibt. Wie sehr werden da die Menschen verwirrt von solchen Ideen, von solchen Ideologien. Ja, das Geschlecht des Menschen, Mann und Frau, es ist ja keine Sache, die von Menschen gemacht ist. Es ist nicht das Produkt unserer menschlichen Zivilisation, unserer Sozialisierung. Es ist keine Konstruktion von Menschen, dass es Männer und Frauen gibt, sondern es ist das Schöpferwort, ja, die Schöpfermacht, der Schöpferwille Gottes. Er hat es so geordnet.
Der Mensch versucht, diese göttliche Ordnung oft umzustoßen, ja, beiseite zu schieben, und dann geschieht so viel Verwirrung, dann breitet sich so viel Verwirrung und Unsicherheit aus. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, er hat diese Ehe zwischen Mann und Frau gestiftet. Es gibt keine sogenannte Homo-Ehe, auch das ist nicht im Schöpferplan Gottes. Auch das ist letztlich gegen Gott und seine Gebote. Es gibt nicht diese homosexuellen Partnerschaften, diese gleichgeschlechtliche Ehe, das ist auch nicht im Sinne Gottes. Auch das verwirrt den Menschen, auch das führt in die Irre, wenn wir so etwas annehmen. Halten wir uns an Gottes Gebot, an sein Wort, an das, was in der Schrift steht. Und Jesus sagt uns heute auch, ja, ich bin das lebendig schaffende Wort. Ich bin der Retter und Erlöser. Und wenn wir heute auch in der Lesung gehört haben, ja, dieses Verhältnis zwischen Mann und Frau, die Frau soll dem Mann gehorchen, hat uns heute der Apostel Paulus im Epheserbrief gesagt. Ja, Mann und Frau sind verbunden, sie werden ein Fleisch, eins sollen sie sein, aber diese Einheit wirkt nur Gott allein, durch seinen Geist, durch seine Liebe. Ja, diese Gemeinschaft der Ehe zwischen Mann und Frau, es ist ein Bild für Christus und die Kirche. So wie Christus die Kirche liebt, soll der Mann seine Frau lieben, soll ja diese Liebe zwischen Mann und Frau sein. Es geht da nicht darum, wer das letzte Wort hat, wer das Sagen hat. Es geht da nicht um Macht, sondern letztlich geht es immer nur um diese gegenseitige Liebe. Christus hat die Kirche geliebt, ja, er liebt jeden Einzelnen von uns, jeden ganz persönlich. Wir sind Teil der Kirche als Getaufte, wir sind sein mystischer Leib, wir sind Glieder seines Leibes. Und jeder von uns ist von Gott unendlich geliebt. Jesus gibt sich für jeden Einzelnen ganz persönlich hin, er gibt sein Leben hin, er schenkt sich uns im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Ja, Gott kann uns keine größere Liebe schenken als sich selbst. Der Vater schenkt sich uns in seinem Sohn. Und das ist das Maß unserer Liebe zueinander. So wie Christus sich uns schenkt, ganz hingibt, so sollen wir es lernen, auch füreinander da zu sein, einander in Liebe zu dienen, nicht sich selber zu suchen, sondern das Wohl des anderen, immer das Heil des Mitmenschen, des Partners, der Partnerin. Jesus, er gibt uns ein Beispiel der Liebe. Und er sagt am Abend vor seinem Leiden zu seinen Jüngern, ja und zu jedem von uns, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für die anderen, für den Bruder, für die Schwester. Ja, möge der Herr uns erleuchten und stärken, dass wir das verstehen, was der Herr uns in seinem neuen Bund, im Opfer des neuen Bundes schenkt, im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Diesen Bund hat er begonnen mit dem Volk Israel, hat ihn immer wieder erneuert. Dieser Bund, der auch heute, wie wir heute in der ersten Lesung gehört haben, sich in sich ein wieder vertiefen, verstärken will. Immer fordert der Herr unsere Entscheidung. Wem wollt ihr dienen, den Götzen oder dem wahren Gott, der allein wahres und unzerstörbares Leben schenken kann? Ja, entscheiden auch wir uns heute erneut für den Herrn Jesus, für seinen Bund mit uns, den er in der Taufe begonnen hat, den er immer wieder erneuert, wenn er sich uns schenkt im Brot des Lebens, im Geheimnis der Eucharistie. Er ist der wahre Bräutigam der Seelen sozusagen, der Bräutigam der Kirche. Und wir sind ihm angetraut in einer Liebe, die wir nicht fassen und nicht ermessen können. Ja, bitten wir den Herrn, dass er uns erleuchtet mit seinem Geist, dass wir dieses Geheimnis, mit dem wir mit Christus verbunden sind, immer tiefer erfassen und verstehen,
damit wir unerschütterlich auf Gott und seine rettende Macht, auf sein Erbarmen, ja auf seine Güte vertrauen. Amen.